Hallo und herzlich willkommen zu Nadines Welt, Tiere und Meerwasseraquarium. Diese Aufnahmen sind entstanden Ende 2022 und wir hatten im Februar 2022 das Becken gestartet. Beim Füttern schalte ich die Strömungspumpe ab und lasse nur die Rückförderpumpe laufen, sodass Fische, die etwas langsamer sind, wie zum Beispiel dieser langschnäuzige Korallenwächter, auch genug Futter abbekommen. In der Regel geben wir jeden Tag einmal entweder grünes oder rotes Plankton zu. Wenn ich kein rotes Plankton zugebe, dann gebe ich auch manchmal Zyklops. Und diese feinen Partikelchen, die verteilen sich ja überall im Becken und gehen auch in die Bereiche, wo zum Beispiel unsere Boxerkrabben leben, die wir ja sonst nicht sehen. Darf man nicht vergessen. Und die Muscheln, die wollen ja auch alle was zu futtern haben. Unser LSD-Pärchen ist wieder gemeinsam auf Futtersuche. Heute macht sie ein Herzchen für uns, die Rockanemone. Ja, ihr seht richtig, das ist wieder eine blinkende Pfeilenmuschel. Wir haben ja schon eine, die lebt aber hinterm Riff und die sehe ich ja alle paar Monate mal kurz irgendwie die Tentakel rauslugen. Und deshalb haben wir uns nochmal eine mitgenommen, einfach in der Hoffnung, wenn es mehrere sind, dass wir dann ab und zu auch mal eine oder einen Teil davon zu sehen bekommen. Am nächsten Morgen hatte sie sich prompt an der Frontscheibe befestigt. Da ist unser Sanddollar auf Kollisionskurs, aber er hat dann doch wieder umgedreht. Ja, da hängt sie nun und wackelt so ganz sanft in der Strömung hin und her und man sieht auch unter ihr ist kein Sand mehr, man sieht die Glasplatte des Beckens. Und das kommt daher, da sie sehr schnell auf und zu klappen kann und dadurch auch den Sand da weggefächert hat. Und genau durch diese schnelle Auf- und Zubewegung kann sie sich auch durchs Becken bewegen. Also diese Muscheln sind nicht wie die Tridacna, dass man sie irgendwo hinsetzt und da wachsen sie dann fest oder machen sich dann fest, sondern die bewegen sich frei durchs Becken und suchen sich den Platz aus, wo sie die ideale Strömung haben, um sich auch zu ernähren, weil diese Tiere verhungern sonst auch sehr schnell, wenn sie nicht genug Nahrung bekommen. Sie ist dann auch die ersten Tage noch fleißig durchs Becken gewandert, als sie sich den Platz hier vorne ausgesucht hat. Vor dem Riff direkt habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut und mein Mann auch. Wir gesagt haben, wenn sie da liegen bleiben würde, das wär's. Aber unsere grabenden Tiere haben sie dann doch immer wieder irgendwie gestört und deswegen ist sie jetzt auch wieder ins Riff eingezogen. Aber ich weiß, wo sie ist und kann sie dann abends immer blinken sehen, wenn ich reinschaue. Weichkoralle wächst wirklich sehr, sehr schnell. Auch hier gibt es jede Menge neue Köpfe. Die Rockanemonen sind sehr standorttreu, muss ich sagen. Dann kam noch eine Gorgonie hinzu, eine blaue Muschel und vier kleinbleibende Barsche und auch ein Diamantlippfisch. Diese fünf Fische haben wir zeitgleich eingesetzt, damit unsere Friedmani-Barsche nicht direkt wieder angreifen und einen einzelnen Fisch attackieren. Das hat auch so ganz gut funktioniert. Die waren sehr irritiert, weil so viele neue Fische da waren und konnten sich dann nicht ein einzelnes Opfer rauspicken. Den LSD-Leierfischen kann man wirklich lange zuschauen. Die sind so entspannt, schauen sich alles ganz genau an und schweben so richtig gemütlich durchs Becken. Die lassen sich auch nicht ärgern von Friedmanis oder Chromis. Die gucken die nur an und sagen, ja, ja, die schwimmen deswegen auch nicht schneller oder so. Und da die anderen merken, die lassen sich nicht ärgern und vertreiben, lassen sie sie auch in Ruhe.
Und ja, Kegelfechterschnecken können durchaus auch aufs Riff hochklettern, also bis noch tief weit unten, aber ich habe auch schon welche im oberen Bereich gefunden. Jetzt kommt noch eine Aufnahme, nachts im Aquarium. Es wirkt alles ganz anders und man sieht viele kleine Lebewesen, die man tagsüber nicht sieht. Wer mag, kann gerne mal auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Puring mit Nadine blende ich euch oben ein. Dort könnt ihr sehen, wie diese Bilder entstehen. Für heute verabschiede ich mich bei euch. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal.